Hallo, 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 meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Vampire. So, und unsere Mädels, die stehen da gerade und denken sich so, was ist denn das? Das ist nichts, aber was ist das? Das ist ein Mann in meinem Wohnzimmer. Oder auch halt einfach, ja, das neue Häuslein, was wir jetzt gebaut haben. Und ich finde es eigentlich ziemlich schnieke. Also es ist doch besser geworden, als ich es am Anfang so ein bisschen gedacht hätte. Ich finde, das sieht ja eigentlich gar nicht so bekloppert aus. Ich mag es sogar eigentlich ganz gerne. So, und ja, jetzt müssen wir... Also, ich hatte ja gesagt, wenn wir im Live-Let's Play sind, wollte ich noch ein paar Sachen verändern. Und zwar, genau, ich habe gerade überlegt, aber was waren das für Sachen? Und zwar, dass wir tickmäßig... muss ich mal ganz kurz gucken. Das war hier die Insel von Steinzeit. Dann brauche ich die Theke von Steinzeit, ne? Dann muss ich hier jetzt nämlich mal ganz kurz... die Inselsachen ab auf die Insel verändern und muss stattdessen natürlich hier die entsprechenden Moment, muss natürlich hier die entsprechenden Sachen so, dann baue ich nochmal eine, die so seitlich weggeht. Ist das, sieht das so okay aus? Nee, das sah doof aus, ne? Genau. Also das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Eigentlich wollten wir uns freuen, dass wir jetzt endlich ein neues Häuschen haben. Stattdessen muss ich hier halt nochmal dran rumbasteln, aber das ist ja eigentlich grundsätzlich gar kein Problem. Wir lassen hier einfach auch mal die Theke stehen, weil die ganz gut aussieht. Und dann haben wir nämlich das Dilemma auch erstmal wieder gelöst. Jetzt ist zwar auch wieder meine Mikrowelle weg, ich glaube... Nein, sie ist nicht mehr im Inventar, ich habe sie wirklich verkauft. Okay, ist alles entspannt. Ich muss tatsächlich sagen... Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Mir gefällt das Haus besser, als ich es vermutet hätte. Also nicht, dass ich mein Haus hässlich gefunden hätte oder so. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass es ein wenig komisch aussieht. Aber ich freue mich heute umso mehr, dass... Ja... Soll man das so machen? Das sieht vielleicht logisch aus. Weil das ist ein bisschen dick, ich weiß, aber das ist so als Stütze gedacht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht sollten wir das hier vorne auch... Weil, wie gesagt, jetzt muss ich mal gucken. Na, das ist blöd hier vorne. Hier vorne ist ein bisschen blöd, weil das sonst mitten auf dem Weg steht. Nee, das steht sonst mitten im Weg, auf dem Weg, neben dem Weg. Okay, wir machen das wieder weg. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse, aber... egal, es sieht erstmal nach was aus. Guti! So, aber jetzt kommen wir wieder zum Gameplay, damit wir uns hier nämlich auch ein bisschen, ja, einfach mit den neuen Gegebenheiten beschäftigen können. So, und deswegen mache ich jetzt erstmal ein bisschen Musik an. So, jawohl, guck mal. Ich hoffe, ja, der Esstisch ist gut erreichbar. Ich hoffe, der Rest hier ist auch gut erreichbar. Ich möchte aber bitte, dass du jetzt mal gehst, weil der Typ ist einfach so random zu mir nach Hause gekommen. Und das fand ich schon ein bisschen unmöglich eigentlich, um ehrlich zu sein. Die haben jetzt aber auch eine unterschiedliche Farbe, ne? Das ist strange, wie auf einmal. Das hat auch eine andere Farbe. Ich muss los, danke. Ja, danke, danke auch. Und tschüss. So, aber... ja, eigentlich ganz schicki. So, wie geht's euch denn, meine beiden Damen? Wir haben uns ja jetzt so lange nicht mehr gesehen, euch geht's eigentlich ganz gut. Ich will jetzt erstmal so ein bisschen mit Ihnen das Haus erkunden gehen. Quasi so eine kleine Hausführung. Also, ihr wolltet auch eine Hausführung, aber so bekommen wir jetzt hier quasi eine Hausführung, indem wir nämlich Annalena begleiten. Das sieht blöd aus. Okay, Moment. Entschuldigung, aber das sieht wirklich dumm aus. Da werde ich mal eben so eine Ecke hier... Ja, soll man die so... So soll man die ranmachen? Sieht es nicht ein bisschen doof aus? Warte mal, eben... Eben sah das noch... Haben wir nicht eine schöne Ecke hier? So, ja gut, das sieht auch nicht so sonderlich spannend aus, aber immerhin, es ist eine Ecke, von daher, ich bin zufrieden. So, gut, dann mal los, dann gucken wir jetzt mal. Wir gehen die große Treppe. Ich wünschte, es gäbe Wendeltreppen hier. Das wiederum mag ich dann an Sims 3 mehr. Es gibt da Wendeltreppen. Und jetzt hier ist dein Raum. Er ist magisch und mysteriös und wir werden mal sofort die Tür abschließen für jeden außer Annalena. Einfach nur, dass es wirklich jetzt hier erstmal ihr Reich ist, worin sie sich einfinden kann. Und ich werde auch definitiv demnächst die Mädels dann nochmal umstellen. Ich denke, das werde ich morgen machen, wenn wir dann keinen Part haben. Na? Gefällt's dir so, zwischen deinen Ur-Urahnen vielleicht zu sitzen? Ja. Okay. Also, ich weiß noch nicht so ganz, ob sie jetzt so begeistert davon ist. Ich, auf einer Skala von 1 bis 10, ich kann es leider nicht abschätzen. Und guck mal, sie hat auch schon ihr Zimmerchen gefunden. Jawolla. Oh, das sieht gut aus. Das ist schön.
So, tatsächlich habe ich die Dinger wirklich gelassen. Ist ja los. Ich dachte, ich hätte die entfernt. Egal. So, kommst du dann auch auf der... Warte mal, ich muss mal gucken, ob wir uns hier auch noch frisch machen können. Ob das alles funktioniert. Ich muss gucken, ob alles so gut erreichbar ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja! Sehr schön. Oh, ich freue mich vor allem. Ja, ich bin ein hübsches Ding. Ja, genau. Das versteht man übrigens unter frisch machen. Nicht duschen gehen, sondern einfach ein bisschen Parfüm auflegen. Das reicht dann anscheinend schon. So, ich werde jetzt mal auch ein bisschen, kann ich am Kamin ein bisschen rumbasteln? Ein Teil für die Sanitäranlagen fehlt mir da. Ach stimmt, wir haben jetzt hier gar keinen... Eigentlich ist das eine ganz gute Idee, dass wir hinten noch einen Schreibtisch, so eine kleine Schreibtischecke hinbauen. Denn Annalena braucht ja auch so ein bisschen was zum Arbeiten. Nur unsere gute Betty hat bisher hier was. So, jetzt bin ich gespannt. Man hatte mir ja gesagt, naja, Feuerchen und Teppich, das wird vielleicht ein bisschen kritisch. Aber ich dachte mir so, egal. ich lasse es drauf ankommen, mal gucken, ob es wirklich brennt. Wir lassen es einfach mal drauf ankommen. Wenn ja, ich meine, wir wissen ja, wie wir Sachen zu löschen haben. Solange es hier alles in Ordnung ist mit unserem wunderschönen Zimmerchen. Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass wir jetzt aber auch wieder ein bisschen Gameplay haben. So, und apropos Gameplay. Unser Restaurant, das läuft, ne? Da ist alles in Ordnung. Genau, wir hatten ja jetzt leider Daichi feuern müssen, der jetzt... Warte mal, Moment. Was macht Daichi jetzt? Er sieht so aus, als wenn er jetzt in einem anderen Restaurant... Hat er mich vielleicht... Hat er mich vielleicht betrogen und arbeitete in dieser Zeit schon... Daichi schläft? Hallo, es ist 2.20 Uhr. Du darfst nicht schlafen. Es ist Vampirzeit, mein Freund. Warte mal, das akzeptiere ich so nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal zu dem Belvatos rüber. Jetzt muss ich herausfinden, ob er mich betrogen hat quasi. In dem Sinne, dass er schon längst für ein anderes Restaurant gearbeitet hat, während ich... ihn zu unserer Schicht rufen wollte, während ich auf ihn gesetzt und gebaut habe und gesagt habe, oh, Daichi ist ein guter Mitarbeiter. Wahrscheinlich ist er zweiglasig gefahren. Einmal in unserem Restaurant, einmal in so einem, sieht aus wie so ein mexikanisches Restaurant, wo er arbeitet. Aber ich will ihn auch nicht sofort rausschmeißen, Mensch. Und wenn ich jetzt auf jeden Fall mal jetzt muss ich auf jeden Fall eigentlich eine Einweihungsparty geben, finde ich. Ich glaube, wir sollten heute eine Einweihungsparty geben. Hallo! Du, ihr seid nicht Daichi? Dann werde ich mal mir vampirischen Zutritt beschaffen, weil um 2.33 Uhr wird mir da wahrscheinlich sowieso keiner mehr öffnen, aber ich kann es ja trotzdem mal probieren, dass ich da hineinkomme. Lalalalala, ich komme jetzt rein. Hip, hip, hurra. Hallo, hallo, hallo. So, wo seid ihr denn, meine Lieben? Seid ihr unten in euren Särgen? Schlaft ihr dort oder... Du, Marina ist hier. Sie ist hier. Die Ute ist hier. Aber wo ist Daichi, wenn er doch angeblich schläft? Ah, Hallöchen. Ist ja süß. Was hat er denn für ein niedliches Aussehen? Okay, also ich glaube, wir stören hier unnötig. Deswegen gehe ich jetzt mal doch wieder nach Hause. Ich wollte nur gucken, ob er mir wirklich die Wahrheit erzählt. Ich meine, ne? Er hätte ja auch beim mexikanischen Taco-Stand um die Ecke schon arbeiten können. Ich wette, er arbeitet in irgendeinem Nobel-Restaurant einfach. Und ist längst über seine Kündigung hinweg. Aber eine Einweihungsparty klingt auf jeden Fall gut. Nur jetzt um 2.43 Uhr, 45, keine Ahnung, wie spät es war, lohnt sich das wahrscheinlich eher nicht mehr jetzt irgendwie. Obwohl, wir könnten die Leute eigentlich aus dem Bett klingeln. Aber nee, ich glaube, das wäre ein bisschen unhöflich, wenn wir jetzt sagen, ey, guck mal ran. Oh Gott, wer ist er? Oh Gott, hallo. Hallöchen. Ich dachte gerade so, habe ich einen Piraten eingeladen? Das wüsste ich irgendwie. Also, manchmal so Gegebenheiten hier bei Sims ist einfach so geil. Rennt auf einmal so ein Pirat einfach über die Straße, ne? Erwartet nichts Böses, auf einmal steht da so ein Pirat auf der Straße. So, gut, hier ist noch nichts in Flammen aufgegangen. Ich bin sehr glücklich darüber. Oh, wollen wir hier kommen? Wir setzen uns jetzt einfach mal hier hin und genießen jetzt hier so ein bisschen die Nacht, den Tag, wie auch immer. Hier müssen wir auch ein paar mehr Blümchen hinmachen. Auch hier so vors Fenster würde ich das auch ganz schön finden. Ich habe erstmal nur hier bei der Tür ein paar gemacht, weil ich mir dachte, ja, das sieht ganz nett aus. Bam, bam, badam, bam, bam. So, hey, du wolltest dich doch da auch hinsetzen. Hier, gucke. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Musik. So, nichts Romantisches, aber so, keine Ahnung, ein bisschen Berieselung.
Und dann können wir hier nämlich jetzt einfach miteinander ein bisschen schwatzen, während wir auf dem Balkon sitzen und nicht sehen können. Man hatte mich auch gefragt, ob ich hier nicht so einen kleinen Balkon auch ranmachen könnte. Ja, was vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn wir... Aber vielleicht doch nicht. Also wenn jemand sieht, wer hier oben singt, dann sind wir in der ganzen Stadt, glaube ich, geächtet. Weil wir einfach nicht singen können. Hä? Nee, okay. Oh, ich dachte gerade so, hä, Annalena, seit wann muss ich romantische Interaktion mit dir durchführen? Was ist da kaputt? Kommst du jetzt, meine Süße? Ja, jetzt langsam. Okay, bisher geht alles noch gut. So, dann lassen wir uns mal gemeinsam berieseln. Können wir mal ein bisschen reden, so wie es euch so geht jetzt mit dem neuen Haus und mit eurem neuen süßen Partykeller. Ich weiß, wir haben momentan nicht so viel Geld, aber ich denke mal, dass wir auf jeden Fall ein kleines Umstyling noch hinbekommen werden für beide. Vielleicht auch mal so ein bisschen verändern, was so Frisuren angeht. Make-up vielleicht mal wieder ein bisschen mehr. Vielleicht auch bei der einen oder anderen ein bisschen weniger, wer weiß. Aber es sieht irgendwie schön aus, ne? Auch wenn man so sieht, warte mal, wenn man das vielleicht noch so einblendet. Sieht eigentlich ganz schön aus, wenn die beiden da so auf dem Balkon sitzen. So ganz entspannt mit der schönen Lichterkette und niemand sieht uns. Und da hinten ist unser Restaurant. Es sieht so süß aus, oder? Mit diesen Lampions da vorne. Oh, guck mal, da ist ja einfach so offen. Vielleicht sollten wir das nicht so offen lassen. Das ist ja der Eingang für zahlreiche verrückte Leute, die dann uns beklauen oder so. So, ich glaube aber dennoch, ich werde jetzt erstmal gleich... Oh, ich wollte gerade sagen, wir haben gar kein Bad gebaut, aber haben wir. Ich wollte schon sagen, oh, jetzt ist vorbei. So, sehr schön, perfekt. Guti, ihr dürft, ich weiß, zwei Bäder sind Luxus und so, deswegen, du bekommst auch noch später definitiv dein Bad. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir liegen und schlafen, denn der Tag war schon recht ereignisreich und ich möchte ihn jetzt nicht noch unnötig verlängern, sondern möchte erstmal drüber schlafen, erstmal das alles so ein bisschen genießen und dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall die Leute zu einer wundervollen Party einladen. Ich meine, erst in zwei Tagen müssen wir nochmal zur Arbeit. Das sieht gut aus. Oh, wir sind bald Chirurgen. Entschuldigung, ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf diesen Moment. Ich meine, wir könnten hier wirklich halt so eine Art kleiner Balkon hinbauen. Dann könnten wir hier so, also nochmal so war es halt hinbauen. Das hier stattdessen noch anpinnen. So, in circa einer Stunde muss, ja, wollen wir denn heute zur Arbeit? Ich meine, von 9 bis 0 Uhr, das sind schon abnormal lange Arbeitszeiten, muss man auch einfach sagen. Oh, das ist ja wirklich, das ist ja hardcore. Also wir arbeiten auf jeden Fall mehr als 12 Stunden am Tag, was ich ein bisschen heftig finde. Dafür arbeiten wir nur 3-mal in der Woche, was ich dann wieder ganz okay finde. Aber wir werden auch theoretisch dann nochmal befördert, wenn wir jetzt nochmal zur Arbeit gehen. Ja, wir könnten es riskieren. Komm, wir machen es dann einfach. Ich meine, ich glaube, jetzt finden wir nicht mehr so viel Zeit. Können wir noch irgendwas Snackiges uns einverleiben? Ramen könnte ich machen. Ah ja, wir müssen unsere Blümchen noch aufstellen. Fällt mir da auf. Machen wir... Nee, okay, du musst bereits schon zur Arbeit. Ja, ich hätte sonst gesagt, wir machen uns so ein paar Käsecracker oder so jetzt für den Moment. Guten Morgen! Oh! Morgenstund hat Gold im Mund, wie man hier sehen kann. Wir, fangen direkt an hier mit den ersten Drinks zur Morgenstunde. Muss ich mal ganz kurz gucken. Dirk muss ich auf jeden Fall kennenlernen. Ich glaube, ich werde Dirk einfach mal auf mein Grundstück einladen. Dazu sollten wir uns vielleicht aber anziehen. Dann lernen wir ihn nämlich auch noch kennen. Genau mal. So, Betty ist bei der Arbeit. Sehr gut. So, Dirk Klee wird gleich da sein. Okay. Dann holen wir ihn mal hoch. Ich kriege dich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wie wäre es mit einer... Ja! Tschüss, Dirk! Oh, ist das fies. Ich lasse einfach Dirk... Oh, stellt euch das mal vor. So, hey, ja, möchtest du rüberkommen? Lass uns mal kennenlernen. Und dann haut einfach deine... Ja, dann hauen wir einfach ab. Das ist voll gemein. Aber egal. Hayley hat angerufen. Da muss ich eher rangehen, glaube ich. Vor allem, ich will ja auch mein neues Haus sein. Oh, so eine Einweihungshausparty. Das wird gut. Ha, mal gucken, wie die Leute es finden werden. Wir können ja nur die engsten Freunde einladen. Mal schauen. So, hallo. Oh, Mist, ich vergaß, wir sind ein Vampir und wir haben Probleme. Hayley, wie sieht's aus? Wollen wir stattdessen nicht zu mir nach Hause? Oh, ich hab's völlig ohne Schmarrn. Ich hab's total vergessen, dass wir ein verfluchter Vampir sind, der in der Sonne brutzelt. Das war gerade eben dermaßen peinlich. Oh oh. Ja, Gott sei Dank habe ich das direkt am Anfang gesehen. Das wäre sonst wirklich blöd gelaufen, muss man sagen.
Oh, beim Frühstück verbrutzelt. Das wäre auf jeden Fall eine super tolle Timeline. Ich meine, wir könnten es mal riskieren und sie dann wiederbeleben, aber nee, eher nicht. Nee, nee, nee. Okay, komm schnell hinein. Hier, tritt meiner Gruppe bei jetzt einmal ganz kurz. So, und jetzt gehen wir einfach als Runde ganz schnell ins Haus. Genau, guck, okay, dann sieht sie auch schon mal mein Haus. Ist doch schön. So, gucke mal. Oh Gott, ich dachte gerade, wer bist du? Dirk ist ja. Dirk hat sich einfach zu mir nach Hause gesetzt. Okay. Hier, lass uns einfach mal zusammen hinsetzen. Ein bisschen mit Dirk reden. Das ist so strange. Du kommst nach Hause und da sitzt dann halt einfach jemand. So, also ich kann uns auch. Oh, die Geekcon findet. Ja, da können wir jetzt auch leider nicht hin. Wir sind halt sehr empfindlich aktuell und da hält er sich tatsächlich mit sich selbst. Awkward. Ich habe gehört, die Festival-Shirts sind der absolute. Mann, jetzt kommt auch noch Gideon. Was machen wir denn da? Ja, wir können nicht. Wir sind. Es tut mir leid, Gideon. Ich muss dich gerade ein bisschen abblocken, weil ich gerade mit Heidi tatsächlich zu tun habe. So, wir gehen mal ein bisschen vor zu beißen. Für ihn völlig komisch irgendwie. Seht ihr, wie peinlich ihm das ist? Oh, die sind so süß. Das ist auch ein schönes Bild, oder? So mit dem Hintergrund, dass so ein bisschen aus ist. Ich finde es schön. Ich mache uns jetzt einfach mal ein Frühstück oder ein Brunch halt meinetwegen. Und zwar machen wir Amaritter für 29 oder Amaritter für so. Nee, warte mal. So, mal gucken, wir können doch bestimmt noch irgendwas Außergewöhnlicheres. Ein Camper-Eintopf ist jetzt nicht wirklich was, was ich zum Frühstück essen würde oder zum Brunch. Ja, komm, wir machen arme Ritter in der Partygröße. Dann kann ich ihr nämlich beweisen, dass ich A, kochen kann, B, dass ich mich auf jeden Fall um sie kümmere und ja, mal gucken. Ich mag die Fenster total gerne, muss ich sagen. Das sind echt schöne Fenster. Ich wünschte, die würden noch ein bisschen mehr drüber, so höher noch gehen. Also wirklich, dass die komplette Wand einfach einnehmen. Das wäre mega schön. Und jetzt probieren wir auch das erste Mal unsere neue Küche. Es ist immer so schön, wenn du in einem neuen Haus spielst. Es wirkt alles so neu und frisch und verrückt. Deswegen freue ich mich auch riesig. So, ich glaube, der Dings. Nee, der ist nicht aus. So, hier, das mache ich mal aber aus, weil ja unten alles. So, wir können auch gerne hier, ne, am Kamin essen. Das ist natürlich auch romantisch, um 11 Uhr am Kamin arme Ritter zu essen. Das ist auch irgendwie süß. Es ist wie so ein freier Tag einfach. Es ist ja auch ein freier Tag in dem Sinne. So, warte mal. Ich werde jetzt mal hier zusammen ein Gericht nehmen. Machen wir mal ganz kurz. Dann legen wir zwar unseres jetzt gerade. Nee, warte mal. Nicht. Zum Essen rufen werde ich jetzt einfach mal machen. So, weil ich möchte mir nämlich nicht noch ein Gericht nehmen, weil das Ding, das endet darin, dass ich dann trotzdem nicht. Also wir mögen es auch nicht, ne? Ist ja auch so die Sache, aber. So, und dann setzen wir uns nämlich einfach gemeinsam dahin. Oh Gott, er ist dann auch da. Oh nein. Eigentlich wollte ich das nur mit ihr zusammen machen, aber gut. Scheinbar hat das nicht ganz so gut geklappt. Ich zünd dann auch mal den Kamin an, weißt du? Dann setzen wir uns jetzt hin, dann zünden wir den Kamin an. Hayley, komm! Komm, dann machen wir machen wie wirklich, als wenn wir so einen freien Tag hätten. Oh nein, Dirk, geh weg. Ha, I. Ja, von Übelkeit geplagt, weil Essen furchtbar schmeckt. Na, so furchtbar, warte, ich muss mal gucken. Nö, ist normal, ist okay. Oh Gott. Ich habe nicht gerade ernsthaft auf meinen neuen Fußboden gekotzt, oder? Oh nein. Oh Gott, jetzt sind wir. Ja. Oh nein. Wir haben gerade ernsthaft auf unseren neuen Fußboden gereiert. Ha, tja, das kommt davon, wenn man menschliches Essen isst, wenn wir mal nett sein wollen. An der Seite. Ja, an der Seite ist Heidi, sehr gut. Ist irgendwie so eine sehr komische, awkwarde Situation gerade. Wir hocken da mit Dirk, obwohl wir eigentlich nur mit Heidi. Wir könnten ihn auch einfach bitten zu gehen. Also, ich wollte dich einladen, aber jetzt gerade ist Quality Time mit Hayley. So, deswegen machet gut. Schmeißen wir ihn einfach mal raus. Und sitzen dann hier so ein bisschen kuschelnd am Kamin. So. Ich muss los, ja, tschüss. So, dann können wir hier nämlich ganz romantisch.
noch einen Kuss hauchen. Wir könnten uns hier jetzt auch ganz romantisch am Feuer wärmen. Aber so sieht das eigentlich schon ganz gut aus, muss ich sagen. Ihr müsst jetzt nur ein bisschen näher zusammenrücken. Ach, süß. Ich finde, die beiden sind so zucker zusammen. Ich freue mich auch schon auf Gideon, muss ich sagen. Also, ich bin sehr gespannt, wie der dann auch zu Annalena passt. Nein. Kein Drink. Setz dich doch jetzt einfach mal neben sie. Ganz entspannt. Einfach nur hinsetzen, genießen. Sie isst ihr Frühstück, wir können mit ihr reden. Wir lernen sie auch mal vielleicht ein bisschen besser jetzt einfach kennen. Weil bisher war ja wirklich immer so, nicht gehen. So, ich will jetzt, warte mal, rumschmusen. Das hört sich gut an. So, vor dem Kaminfeuer. Los, jetzt. Jawohl. Oh, ist das süß. So, meine Lieben, da würde ich aber jetzt auch sagen, neues Haus, neues Glück, neue Party. Die Einweihungsparty, die schmeißen wir dann in der nächsten Folge von The Sims 4. Und dann werden wir einfach mal gucken, was so die Leute hier zu unserem Haus sagen werden. Ich glaube, Hayley ist ganz begeistert eigentlich, um ehrlich zu sein. Und ich denke, die beiden sind echt mega süß zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall auf neues Gameplay. Und morgen versuche ich, die beiden noch umzustylen. Und dann bekommt ihr die Folge quasi am Donnerstag, das Umstyling. Bis dahin sage ich, bye bye.